In der Stammesphase ist es deine Aufgabe, eine Zivilisation aufzubauen, wofür dir zwei Wege offenstehen. Auf dem kriegerischen Weg dominierst und besiegst du alle anderen Stämme und auf dem sozialen Weg freundest du dich mit ihnen an und verbündest dich, um eine Zivilisation zu bilden. Die Spieler kommen aus der Kreaturenphase, bei der nur eine einzelne Kreatur gesteuert wird, also auf einem Avatar basiert. In der Stammesphase musst du jedoch einen kompletten Stamm deiner Kreaturen steuern. Die Steuerung ist also unterschiedlich. Du kannst einige deiner Kreaturen auswählen und sie auf die Jagd schicken und eine weitere zum Sammeln. Oder du schickst sie alle zusammen auf Raubzug in das Nachbardorf. Es handelt sich um ein Echtzeitstrategiespiel, in dem du Rohstoffe sammelst und diese dafür einsetzt, Werkzeuge herzustellen, die dein Voranschreiten unterstützen. Für mich zählt der soziale Teil zu meinen Favoriten, da du Musikinstrumente dazu einsetzen kannst, um dich mit den anderen Stämmen anzufreunden. Abhängig davon, ob du das Spiel auf dem freundlichen oder dem aggressiven Weg spielst, passen sich deine Kreaturen entsprechend an und bilden so ihre Kultur. Wenn du zum Beispiel sehr aggressiv spielst, beginnen sie sich gegenseitig zu bekämpfen und herumzustoßen. Spielst du dagegen sehr sozial, versammeln sie sich gerne, um sich zu unterhalten oder miteinander zu spielen.